In vielen meiner kleinen Computerprojekte habe ich das Betriebssystem neu installieren müssen. Windows und Linux habe ich in zahlreichen Versionen ausprobiert und schätzen gelernt. Wenn du auch Lust hast, dir verschiedene Betriebssysteme anzuschauen, aber keine Lust hast, für jedes System einen neuen Stick zu belegen, gibt es eine praktische Abhilfe, das Tool Ventoy. Wie man es benutzt, zeige ich in diesem Video. Bereite dir ein Laufwerk vor, das zu dem passt, was du vorhast. Willst du viele Betriebssysteme auf neueren Computern, die USB 2 bis 3.1 unterstützen, installieren, dann brauchst du einen entsprechenden USB-Stick oder eine externe Festplatte. Möchtest du eher alte Notebooks wieder in Schwung bringen und verwendest dabei immer nur die 3 bis 5 gleichen Betriebssysteme, dann kannst du auch einen kleinen alten Stick nehmen. Zuerst musst du dir das Programm herunterladen in der für dich passenden Version, zum Beispiel für Windows-Rechner. Danach ist es sofort startklar und beim Öffnen siehst du ein übersichtliches und simples Menü. Du wählst hier das Laufwerk, das du zu einem Massenspeicher für Betriebssysteme machen willst, bestimmst die Größe, die Ventoy auf dem Laufwerk einnehmen darf und klickst auf Installieren. Ventoy hat auch eine Update-Funktion, die man gelegentlich nutzen sollte, weil das Programm laufend verbessert wird. Sobald Ventoy installiert ist, kannst du alle deine ISO-Dateien der heruntergeladenen Betriebssysteme auf den USB-Stick ziehen. Das dauert dann eine kleine Weile, aber danach ist der Stick startbereit. Der Vorteil von Ventoy gegenüber anderen vergleichbaren Programmen wie Yumi liegt übrigens darin, dass man keine Neuinstallation braucht, wenn man Betriebssysteme austauschen will. Da kann man einfach die Datei, die man nicht mehr braucht, löschen und zu jeder Zeit kann man auch neue Dateien hinzufügen. Während ich mit Yumi auch immer wieder Probleme hatte, weil Windows und Linux sich schlecht parallel vertragen haben, klappt es mit Ventoy problemlos. Vielleicht habe ich mich bei Yumi aber auch einfach nur unklug angestellt, aber auch dann ist die Erfahrung mit Ventoy einfach benutzerfreundlicher und weniger fehleranfällig. Wenn der USB-Stick mit Ventoy vorbereitet ist, musst du nur noch wie gewohnt beim Booten den Stick auswählen und schon kannst du alles ausprobieren und installieren, was dein Herz begehrt. So habe ich Manjaro auf dieses Ultrabook bekommen und so kriegst du alles, was du willst, auf jeden Computer deiner Wahl, ohne 100 USB-Sticks zu verbrauchen. Einer reicht. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Like da und ein Abo, dann werde ich zukünftig auch mehr Videos machen. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.